So, moin moin und damit willkommen zu einem weiteren kleinen Projekt, was ich euch gerne vorstellen möchte. Und zwar soll es heute um ein bzw. mehrere PDFs geben, die es jetzt aktuell neu gibt. Und zwar bei Drive-Thru könnt ihr die euch ansehen. Da sind viele Sachen umsonst oder eben mit Pay What You Want versehen. Und wir möchten uns heute mal das neue Projekt vom Donnerhaus ansehen. Da schauen wir mal rein. Ja, ein neues Projekt. Und zwar soll es gehen um das Dörfchen Kutzow. Die Geschichte von diesem Dorf, die hier drin steht, könnt ihr auch gerne ignorieren. Es geht hier einfach nur darum, dass ein generisches Dorf mit Leben gefüllt wird. Und wenn ihr mögt, könnt ihr das benutzen. Und wenn ihr das nicht mögt, dann müsst ihr es nicht benutzen. Ihr könnt dieses Dorf dann in jedes Setting werfen, das ihr braucht. Also wenn ihr dann Warhammer spielt, dann könnt ihr es für Warhammer benutzen. Wenn ihr DSA spielt, dann geht das auch da oder auch für Pathfinder. Das ist komplett egal. Dieses Dorf oder diese PDF hat keine Regeln. Es hat nur eine Setting-Beschreibung für dieses Dorf. Und das Tolle eben, warum ich dieses Projekt so sehr gerne mag und warum ich es euch jetzt vorstelle, ist, dass ihr nicht nur auf diesen Namen angewiesen seid. Ihr könnt ihm einen eigenen Namen geben und dann auch die Legende mit eigenen Titeln versehen. Das heißt, wenn euch zum Beispiel, wir schauen da gleich mal rein, da können wir dann einmal uns das Dorf gedreht auf der linken Seite in groß ansehen und dann gibt es auf der rechten Seite das Ganze noch einmal mit Legende. Und wenn euch da dann dieses Wallfahrtskloster, die große rote 1 zum Beispiel, nicht gefällt, dann könnt ihr die auch wegkürzen. Ne? Also ihr könnt dann auch den Fluss umbenennen. Dafür könntet ihr dann die leere Legende nehmen. Das gibt es auf der nächsten Seite. Das werde ich nochmal einblenden, damit ihr wisst, wie das dann eben funktioniert. Und ja, damit könnt ihr dann arbeiten. Das heißt, ihr könnt dann euch das einmal durchlesen, könnt da dann Ideen übernehmen oder ihr könnt es tatsächlich dann auch genauso einpflegen. Ob ihr dann die Geschichte dafür benutzt oder nicht, ist dann euch überlassen. So, warum ist das jetzt was Besonderes? Naja, das liegt einfach daran, dass dieses Dorf noch eine weitere PDF hat, beziehungsweise mehrere PDFs hat, die dann dieses Dorf nicht nur im Frühling beschreiben, sondern auch im Herbst. Ja, das ist jetzt die nächste PDF für das Herbstfest, was wir dann in dem gleichen Örtchen uns ansehen können. Und da achtet doch mal bitte auf die Bäume. Ich werde jetzt hier gleich nochmal einblenden, wie das Ganze im Frühling ausgesehen hat. Denn wenn man da dann den direkten Vergleich hat, dann kann man das, glaube ich, noch ein bisschen besser miteinander dann interagieren lassen. Es gibt dann ein kleines Fest, was ist dann oben rechts auf der Karte, beziehungsweise im Osten, was da aufgebaut worden ist. Unten beim Kloster haben sich so ein paar Wagen dann verschoben. Es gibt einen Tisch in der Mitte vom Marktplatz und so weiter. Da ist also auch ein bisschen was passiert. Und ja, damit haben wir die gleiche Karte. Sie hat sich aber verändert und da kann man dann so unglaublich viel Leben reinstecken. Gerade wenn man dann, naja, nicht einfach nur dran vorbeizieht, sondern auch in diesem Dörfchen spielt, als, ja, weiß ich nicht, Bauern, Kinder oder so, als Soldaten, die dann in dieser Stadt Wache halten oder die dann hier, ja, Gericht halten, was auch immer hier macht mit diesem Dorf, ob es dann jetzt Kutzow heißt oder irgendwas anderes, ist dann wie gesagt euch überlassen. Arbeitet da wie gesagt dann mit der selbst zu beschreibenden Legende. Und ja, damit könntet ihr dann losgelassen werden. Bin ich jetzt schon damit fertig? Nein, bin ich nicht, denn es gibt eine weitere PDF. Denn im Rahmen von diesem Projekt ist dieses Dorf auch verwüstet worden. Das könnt ihr natürlich einschieben, wo und wann ihr wollt. Wenn wir uns jetzt wieder die Bäume ansehen, dann könntet ihr da dann erkennen, dass es wohl Frühling sein sollte oder zumindest dann eben nicht Herbst, weil die Bäume dann eben in voller Farbe sind. Es könnte dann auch Sommer sein. Es gibt hier natürlich dann auch wieder Ideen, warum das Dorf verwüstet ist und welche ja, Abenteuer man dann dabei erleben kann. Aber wenn man dann zum zweiten und zum dritten Mal dort angekommen ist und man ist dann ein reisender Abenteurer, hat das dann kennengelernt, hat da vielleicht ein paar nette Kinder dann entdeckt, die dann irgendwie mit dem Ball herumgespielt haben und ja, hat dann vielleicht auch so eine Liebschaft oder sowas. Und dann kommt man im Frühling wieder und im Herbst und im Frühling und im Herbst und dann kommt man das nächste Mal im Frühling an und sieht, dass das ganze Dorf niedergebrannt ist und nur noch eine Ruine. Und das finde ich einfach so eine lustige Idee, dass man immer und immer wieder diese gleiche Karte nimmt und das dann mit Leben erweckt.
Und daher wollte ich euch einfach mal dieses Projekt vorstellen. Finde ich sehr, sehr cool, die Idee. Und ich bin immer noch nicht fertig. Es gibt nämlich dann demnächst vom Donnerhaus, das habe ich schon in Erfahrung gebracht, weitere Ortschaften. Also nicht nur dann dieses Dorf, sondern es wird dann auch noch Städte geben. Es wird weitere Ortschaften geben, die dann nichts mit diesem Kutzdorf zu tun haben. Das, was noch so gebraucht wird im Verlaufe eines Rollenspiellebens, ja, irgendwelche großen Felder mit einem hohen Turm drauf oder so. Wir werden wissen dann irgendwie, was dann kommt. Es gibt dann auch noch die Brücken, also irgendwelche Fort, wo man dann über so eine Brücke rüber muss. All das wird dann demnächst schon angeboten, wenn ihr euch mal beim Donnerhaus im Blog umseht. Also es ist einfach das sind zwei Blogger, die sich gemeinsam zusammengetan haben und die dann nicht nur schöne Rollenspielartikel zu irgendwelchen Themenkomplexen entwerfen, vor allem dann um ja, Mittelalter, um Fantasy, sehr, sehr gut historisch aufgearbeitet, wie ich finde. Einfach mal auf dem Blog umsehen. Da gibt es auch weitere Karten, die ihr dann zur freien Verfügung habt. Also einfach mal beim Donnerhaus vorbeisehen oder bei Drive-Thru. Wie gesagt, es wird demnächst viele weitere von diesen Karten geben und ich werde sie mir alle ansehen, weil ich auch diesen Stil besonders gerne mag. Also schaut einfach mal rein. Und damit wollte ich euch nur dieses kleine Projekt vorstellen, was es dann auch schon bei den DSA News in die Nachrichten geschafft hat. Ja, wenn ihr euch diese Karte selbst zulegen wollt, ist es wie gesagt bei Drive-Thru, könnt ihr euch das für Pay What You Want, könnt ihr euch dann diese verwüstete Karte herunterladen. Ihr könnt aber auch dann das Dorf im Herbst bzw. im Frühling, könnt ihr da auch erstehen. Ich würde euch einfach mal einen Code für Drive-Thru anbieten. Ja, was ich dafür haben will, schreibt mir doch einfach mal eine Geschichte rein, irgendwas Besonderes, was ihr mit einer Karte oder mit einem Dorf erlebt habt. Also einfach nur eine kleine kurze Geschichte, irgendeine Szene, die ihr in einem Dorf besonders gut fandet oder die ihr auf einer Karte besonders gut fandet, ob das jetzt ein Kampf war oder irgendwas, was euch einfach in Erinnerung geblieben ist, weil ich da dann auch selber gerne aus diesen Erinnerungen schöpfen möchte. Das sind dann so kleine Szenen wie, naja, dass dann sowas wie ein Überfall mitten in der Straße, in den Gassen einer Stadt oder auch vor einem Dorf, auch sowas, wenn da dann irgendwie ein Überfall passiert oder wenn es da ein paar spielende Kinder gibt. Ich finde solche netten kleinen Fluff-Szenen für zwischendurch, finde ich sehr, sehr nett und deswegen würde ich mir gerne so ein paar Szenen von euch nochmal anhören. Wie gesagt, ich würde dann unter denjenigen, die mir dann einen kleinen Kommentar unter dieses Video schreiben, würde ich dann einfach mal einen Code verlosen und die bekommen dann ebenso diese Karten über einen Code. Das war die Vorstellung von diesem kleinen Projekt. Das Donnerhaus sind gute Freunde von mir, die haben mir auch mein Logo entworfen und ja, da wollte ich mich dann einfach mal ein bisschen revanchieren und dieses Projekt vorstellen. Keine Sorge, ich krieg da auch kein Geld für. Es geht einfach nur darum, dass wir uns hier gegenseitig wertschätzen, weil das alles Freunde von mir sind oder Freunde von uns sind. Und daher, ja, die helfen mir und ich helfe denen. Und ja, das ist dieses kleine Projekt. Wie gesagt, wer einen kleinen Kommentar schreibt, der bekommt eventuell einen Code von mir. Ich werde einen verlosen unter denjenigen, die mitmachen. Gut, dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Ich habe noch ein paar Projekte, vor allem dann auch noch ein paar Tutorials, die ich euch gerne anbieten möchte. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, ciao.